gerade sagen, ist sie nackt? Oh. Nein, sie trägt nur ein sehr helles Kleid. Schwein gehabt. Du wolltest dir Spieße bauen. Ja, deswegen laufe ich hier gerade hoch. Ich glaube, zwei Spieße. Ja. Vier. Nimm lieber ein paar zu viel mit. Wenn du wieder auf Wiesens stößt und jetzt die Dinger werfen musst, stehst du doof da. Auf welcher Zahl sind die jetzt gelandet? Drei. Drei, drei, drei. Erst noch was trinken, dann da drüben. Nom, 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 nom. Om nom 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 nom. Mhm. Hey Jaromira, hast du in letzter Zeit irgendwo hier... Wusstest du es? Das ist, glaube ich, das, wo sie das Feuerholz und so macht. Das ist dann aber neu. Also dann muss es irgendein Update zwischendurch gegeben haben. Das kann sein, ja. Oder aber das war vorher nicht vergeben, weil sie vorher nicht so viel dran gearbeitet hat und das jetzt sozusagen halt da drauf gebockt hat. Hasse. Hasse, Hasse? Was? Wie? Wo? Beruhigt euch, ihr Karnickel. Du kannst auch Hirsche nehmen. Die rennen ja genauso viel rum. Sind aber leichter zu treffen, weil größer. Der rennt nicht rum. Zwei von zehn haben wir ja schon. Ja, läuft. Das wird schon. Drei von zehn. Denk dran, hier hinten waren noch irgendwo Wölfe. Deswegen gucke ich mich ja immer so mit meiner ultimativen Sicht um. Dem Röntgenblick um. Du hast also Angst. Niemand hat hier Angst. Ja, Gregory. Oh, Entschuldigung. Niemand hat hier vor Angst. Okay. Hat die da nicht noch irgendwas von Amnesia gehört? Hab ich vergessen. Ich wollte gerade sagen, und ich habe es verdrängt. Das muss man doch aufnehmen, wenn es dunkel ist, damit man die Hosen nicht so gut sieht. Ja, aber da muss ich das Fenster für zumachen und dann stinkt das hier. Der Herr war zu geistig, die parfümierten Windeln zu nehmen. Yep.
Okay, dann müssen wir jetzt rübergehen, weil hier scheinen wir gerade alles erlegt zu haben. Tod ist tot. Leer geräubert zu haben. Sieht die Hasenfalle auch so? Das ist Vogel. Hase ist leer. Ja, oder eben. Die sagt leer geräubert. So meinst du genau. Das. Und man kann davon ausgehen, dass sich erstmal was gedacht hat, wenn er was sagt. Hä? Und verstehe ich nicht. Winter werden wir dann gucken, dass wir jagen. Ich meinte eigentlich eher uns Eisen besorgen. Auch gut. Damit wir mit Hilfe unserer Eisenspitzhacke Eisen haben, dass wir wieder eine Eisenspitzhacke herstellen können. Sofern du bis dahin rausgefunden hast. Vertreibe ihn nicht. Bruder, vertreibe ihn nicht. Oh, sie. Oh, okay. Macht sie einen Headshot? Hat sie jetzt aufgehört, weil du in der Nähe bist? Nein. Platziert. Oh, okay. Platziert das ja auch als Fleischjagen, wenn sie einfach nur drauf zielt. Dass die deswegen manchmal mehr erwischen und manchmal weniger? Mhm. Weil sie bis zu einem Tier laufen müssen, um. Oder vielleicht ist es doch einfach nur eine Animation, damit es aussieht, als ob sie jagen würde in dem Gebiet, aber. Also es war purer Zufall, dass da halt was ist. Ja, genau. Wenn da nichts ist, dann generiert sie es halt durch Rumrennen. Schade. Der zweite Fall. Der dodgt aber schon, ne? Der ist gar nicht mal so ungeschickt. Ja, der hat Dex safe eben geschafft, aber dann war halt verkackt. What does the fox say? Aber dann fehlen uns nur noch 4. Miau. Es war wohl nur der Wind. Toll, ja genau, jetzt ist mir gerade auch wieder von wegen NPC-Man eingefallen. Hm. I hear some was prone in around here. In it. Nice day for fish it, in it. Ja, das kann ich nicht. Ist das ein doppeltes? Nein, es sah eben so, als ob zwei ineinander waren. Keine Pfeile mehr. Er ist dann halt blöd, ne? Pieks! Pieks! Was, hat das Viech gerade echt gesagt, ey, lass das? Also zumindest sah das so aus, als ob das so ey wird. Nee, ja. Elch. Es möchte ein Elch sein. Ah. Mhm, gleich viel sinnvoller, ne? Ja. Sorry, ich will dich nicht. Ich will dich gar nicht. Hab Angst vor mir. Finger weg von den Füchsen. Deswegen habe ich denen ja auch gesagt, habe Angst vor mir. Brauch er nicht. Du jagst keine Füchse. Aber dann jagen sie ihn nicht. Und warum bist du jetzt schon wieder einem Fuchs verreckt? Meine Frau hat verboten, dass ich mich wehre. Genau. Die hat gesagt, der arme Hund, der arme Fuchs, ich soll ihn mal füttern. Ja. Aber nicht mit Pfeilen. Du solltest übrigens hin und wieder mal speichern. Ja. Kann helfen. Da. Speichern und weiter. Speichern. Akzeptieren. Nö, das will ich nicht haben. Nicht nur, dass wir keine Pfeile mehr haben. Auch keine Viecher mehr. Und sind nicht nur die Pfeile, sondern auch die Viecher ausgegangen.
Naja, geht halt um die Überpopulationsquest, von daher. Ja. Na, du scheinst das also sehr gut zu lösen, ja. Dann gehe ich mal nach da hinten in den Wald. Jetzt. Wobei eigentlich hier auf dem Feld sollte es Kaninchen geben. Cut, yes. Was? Kaninchen, yes. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Pikaninchen. So, und jetzt schweigen wir uns an. Ja. Ja, es ist. Ich bin hochkonzentriert, ich bin auf. Dass man so ein Piepen findet, ne? Auf der Pirsch. Auf der Pirsch? Pirsch. Auf der Pirsch oder auf der Phase? Auf der Pirsch mit Auf der Pirsch? Oder auf der Phase? So, Alter, jetzt sag mal, was hier Hase ist, ne? Sag mal an, was Hase ist. Das sind die kleinen pelzigen Dinger mit den langen Löffeln. Das da. Ja. Wie bei The Isle, dass man sich so hinkniet und dann super dolle sprintet kurz. Volltreffer, die Attacke ging daneben. Es humpelt, also du solltest es vielleicht pieken. Geschafft. Hui, they see me rolling. They hate him. Was war das? Das war ein Mord. Du hast ihn durchlöchert und. Boah. Gut dran. Das. Wir haben, war ultimativer Schaden, Schatz. Ich würde mal sagen, du hast den Schadenswurf verkackt. Es macht Piercing Damage. Oder Piercings, je nachdem. WTF! Interessanter Skill. Das möchte ich auch können. Komplett den Rücken wegreißen, aber. Hui! Abwärts! Hui! Wie lange rollt er noch? Hui! Bis er unten ist! Warte, lass ihn noch! Oh, okay. Wisst ihr, was wir für die Quest auch tun müssen noch? Na? Zurücklaufen. Wobei 650 Meter geht ja. Let's go! Ey, oh! Let's go! Das sollte machbar sein, ne? Aber wir wissen jetzt, die Tierquest muss man danach auch noch abgeben. Ja, das ist korrekt. Für die Überpopulationsquest. Ja, wo sollst du auch deinen Lohn herbekommen? Naja, das mit dem Holzfällen hat er ja so gekriegt, deshalb. Ja gut. Ja. Wobei das vielleicht sein kann, dass er das sozusagen nur abgeben muss, wenn er irgendwelche Gegenstände als Quest kriegt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das andere war ja nur Reputation und Landwirtschaft, ne? Welches kriegst du irgendeinen Scheiß? Nö. Ah, vielleicht gibt's da noch eine Folgequest oder sowas. Ein Visent, pass auf, es macht dich aua. Folgequest. Töte jetzt 20 noch. Du hast bewiesen, dass du's kannst, jetzt mach's richtig. Ach so? Genau. Deine Ausdauer, ja. Sag tschüss. Du brauchst echt mal die Ausdauer-Trades. Ja, sag ich mal so, wir wollen. Das hält man doch sonst nicht Ausdauer. Aus auf Dauer. Aus auf Dauer. Das ist nicht gut. Du solltest vielleicht andersrum gehen, ja. Wolflies? Ja. Böslies. Süßlies. Ah, die haben da hinten auch gerade Hasen sich gekrallt. Ja, deine Chance, wegzukommen. Habe Angst vor mir. What does the fox say? Miau. 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 Was zur Hölle? Ich bin mir sicher, das würde ein Fuchs niemals sagen. Tatsächlich. Unser Kater hat gestern gebellt. Warte mal, wo haben wir denn jetzt gejagt? Okay. In dem Zwischengebiet, ja.
Dein Ausdauerlevel ist zu niedrig. Mein Ausdauerlevel ist zu niedrig. Dein Ausdauerlevel ist nur niedrig. Ja, dann. Was macht der noch bei sich zu Hause? Hallo, ich bin komme unbewaffnet. Okay. Ich wollte nur gucken, ob das kannst. Du bist zurück. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Vielen herzlichen Dank. Das sollte genug sein. Hier ist Ihre Belohnung. Es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit. Danke, aber warum belohnst du mich mit Arbeit? Frondienst. Guten Tag. Ja, was gab's? Keine Ahnung, ich hab nirgendwo was aufploppen sehen. Links stand auch nichts. Vielleicht einfach EP oder so? Ja, das guck mal auf deine, guck mal auf deine Management. Rentiere. Ja, ist. Ja, okay. Es gab nichts dafür. Ja. Also, ich werde. Ja, hier. Ich habe euch noch einen Hasen hier gelassen. Ich hoffe, der frisst euch alle auf. So. Zum Thema Überpopulation, ne? Jetzt machen wir es mal andersrum. Ja, los, Fox. Das Ding ist, wenn du halt alles andere ausdünnst, werden irgendwann nur noch Füchse leben und dann werden die dich fressen. Das ist völlig okay. Ja, finde ich auch. Das ist Frauenlogik. Wenn irgendwann mal ein riesig großer, überdimensionierter, dimensionalisierter Fuchs die Erde angreift, wird irgendwo eine Frau sitzen, die sagt von wegen, ach, der kann uns doch ruhig fressen, der ist niedlich. Ja, wieso? Wo ist da dein Problem? Und das wird der Moment sein, wo die Welt untergeht. Nein, Wolflies, ich habe mich richtig erinnert. Wolflies sind da drüben. Das heißt, wir gehen hier lang. Nicht verlaufen. Also zum Thema Frankreich bunkern, ja, sage ich auch mal was dazu. Okay, dann rede. Ja, kam mir vor, ich habe jetzt auch gesehen, woher du ja diese Info genommen hat mit trauriges Land Deutschland. Wir bunkern ja nur, die bunkern Rotwein und Kondome. Bunkern und es nie nutzen können, weil man nicht flirten kann, weshalb man dadurch zu viele davon über hat, sind zwei verschiedene Dinge. Möglich. Scheiße bauen kann jeder. Und ich will nicht wissen, wie Franzosen sich dann den Popo abwischen in der Apokalypse. Ah, mit ihren Kondomen. Mit Rotwein. Mit Rotwein. Die wissen sich nicht den Popo abwischen, die führen die Kondome ein und machen die voll. Können wir bitte über was anderes reden, weil wir mussten schon genug von diesen Folgen hier ab 18 taggen. Und jetzt ab 21, ja? Hey, und warum musstest du meinen Reiterhof ab 18 taggen? Frag mich. Okay. Barbies Adventure auf dem Reiterhof mit Schrödingers Klapse ab 18. Ab 21 Reiterhof, weißt du Bescheid, ne? Ja, danke, Esma. Was? Da, ach, nichts, ich wollte es gerade sagen. Da spielt dann wieder mein Charmeur hier mit. Nein. Ich habe irgendwo noch als PC-Variante, das hat meine Schwester damals gespielt, aber sie hat halt keinen PC. Ich glaube, Barbies Tierarztpraxis. Das könnten wir mal let's playen. Oh ja, das ist bestimmt lustig. Du spielst dann aber und ich gucke zu. Ja. Das ist aber unproduktiver. Ja. Moment, was? Achso, sollte ich hier nur wieder abgelenkt klingen? Ich tue nebenbei andere Dinge. Ich besitze leider nicht die Fähigkeit, Ewigkeiten stillsitzen zu können. Ich muss Nasenpiercing! Geil. Mache bitte einen Screenshot. Das kriege ich leider nicht hin. F12. Komm noch mal ein bisschen raus da. Boah. Er kriegt mich. Oh nein. Er kriegt mich. Sammel mal den Speer im Laufen ein.
Oh mein Gott. Was? Voll gut. Aber ich bringe super genug Fleisch mit nach Hause. Als ob deine Jäger nicht schon gut genug arbeiten dabei. Die kommen sich doch langsam echt kritisiert vor, oder? Kann das sein, dass Bäume nachgewachsen sind? Nee, glaube nicht. Hm. Nee, die sollten eigentlich brauchen ungefähr 3 Jahre, habe ich gelesen. Na gut. Da wir erst im zweiten Jahr sind, glaube ich nicht, dass da was nachgewachsen ist. Du hast da einfach nur ein paar stehen lassen. Ich verstehe. Also dann gucken wir doch mal. Hergestellt. Fleisch mit Soße sind wir schon bei 4. Das ist nicht schlecht. Ja, wenn so lange sie sich damit selbst versorgen können. Seitdem wo wir weg waren, bis jetzt. Das waren noch 60 oder so, ne? Nee, 80. 80 oder 90. Das heißt, sie hat 80 Fleisch reingekarrt. Nicht schlecht. Und 23 gebratenes Fleisch haben wir schon. Ist doch völlig fein. Ja. Ja, aber das heißt, dass wir trotzdem uns irgendwann hinstellen müssen und einfach mal einen Tag AFK kochen. Oder du verkaufst das Fleisch einfach so. Ja, aber es bringt. Ja, oder halt, du machst Fleisch mit Soße und levelst damit dein Crafting-Skill. Ich wollte gerade sagen, du lässt sie einfach nur das Fleisch braten, dass du sie vom Fleisch mit Soße rausholst, sie es die ganze Zeit durchmachen lässt. Weil das heißt, du nimmst jetzt die Zwiebeln und das gebratene Fleisch und machst daraus Fleisch mit Soße? Ich nehme ihr jetzt erst im Winter vielleicht, ja. Ja, im Winter, weil da hat man dann Zeit, sowas zu machen. Dann können die die Jahreszeiten übersammeln und herstellen für uns für den Winter. Das heißt aber, Taverne, dann nehme ich ihr jetzt Fleisch mit Soße weg. Fleisch mit Soße weg. Und gebe ihr 100% Arbeitszeit, weil dann schafft sie 2,5 pro Stunde. Und unser Jäger stellt her. Lass mal hier weg. Oh. Unser Jäger stellt her 6 pro Stunde. Boah. Scheiße. Obwohl. Könntest ihn auf Leder setzen oder auf Federn, dass er Federn jagt. Also, sie schafft 2,5 pro Stunde, richtig? Du kannst sie auch salzen. Ja, sie schafft 2,5 pro Stunde. Das heißt, ich. Obwohl Salzfleisch, dann lasse ich ihn lieber Federn herstellen, also jagen. Jagen, weil dann kriegen wir dadurch unsere Pfeile. Mhm. Leder, damit könnte man Kleidung nachher herstellen. Ja. Aber erstmal lasse ich es so. Du möchtest nicht das Fleisch 1:1 haben, weil sonst hast du wieder eine Überproduktion von Fleisch. Dann würde ich es lieber. Dann kann ich es nur so einstellen. Dann mach eins drüber noch, dass es sozusagen ein ganz bisschen drüber ist. Dann kannst du halt selber gucken, ob du was machen willst. Und dann 5% Leder auch noch. Ja. Kannst du mit 4 pro Stunde auf die Federn, bei den Federn runter? Okay. Ja. War jetzt einfach nur sozusagen um. Bisschen was am Tag dadurch zu generieren. Das ist voll gut. Also man sieht jetzt, wo man ein bisschen drin ist, das System ist schon einigermaßen intuitiv, aber man muss schon. Man muss die Intuition finden. Wo die ganzen Schaltflächen sind, vor allem auch, ne? Ja, da fehlt ein bisschen das Tutorial für, finde ich. Land, also, ja, wenn man alles findet, okay, aber halt, wie man es macht im Sinne von. Stelle deine, also dass man halt wirklich einmal das macht mit, sobald du deinen ersten Arbeiter hast, wird dann gezeigt, stelle ihn als das und das ein, so, dass man das halt einmal gemacht hat, danach kann man ihn ja immer noch woanders hinschieben. Ja, dass dir das beim ersten erklärt wird, wie du auf die Schaltfläche kommst, wie du sowas machst. Und zack, ist die Musik wieder aus. Jetzt hier bei dem auch mal gucken. Man hier herstellt, weil hier kann man auch Sachen geben, dass er herstellt. Mhm, aber das ist nur für den, der dann das mit dem Dreschen macht und sowas. Crafting, genau. Also der Farmer, nicht der, oder? Ja. Und bei ihr stellt 2,4, also sie macht gerade alles für Rundholz. Mhm. Da würde ich doch einmal sagen, wir gehen runter damit auf 50%. Vor allem, du kannst da Bretter herstellen lassen, dann musst du die nicht selber noch. Cool. Das ist actually ziemlich cool. Okay, aber das stellt sie echt wenig von her.
Da würde ich dann. Die sind das Brennholz aber auch relativ wäre. wertvoll dann. Ja. Das ist sinnvoll, ja. Brennholz stellt sie aber auch extrem wenig her. Ja, Das tut sie aber nebenbei schon anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das tut sie sozusagen automatisch, wenn viermal. sie Rundholz herstellt, stellt sie automatisch Brennholz her und jetzt kannst du sie sozusagen aktiv nochmal dazusetzen, dass sie das sozusagen gezielt Weil nochmal machen soll. da würde ich sie doch dann schon, obwohl wie viel? Ich gucke, dass sie einen Stock pro Stunde noch herstellt. Weil so finde ich es eigentlich gut. So haben wir wenigstens ein bisschen Produktion an und wir machen immer mal zwischendurch Brennholz. Weil das ist, macht der Charakter extrem schnell. Haben wir jetzt das ganze Gelumpe. Nein. Ach so, habe ich jetzt bei meiner Frau das eigentlich richtig eingestellt? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, alles ordentlich eingestellt, außer bei der Taverne, oder? Nee, habe ich richtig eingestellt. Ja, stimmt, daher wusstest du ja, dass du 2,5 pro Stunde brauchst. So, dann bei Rundhölzer haben wir 109 Stück. Ich glaube, wir haben Holz. So, jetzt will ich doch aber mal gucken. Ich nehme mir jetzt einfach mal die 9 Stück, die das zu viel sind. So, und Crafting, Rundholz. Ja, tut mir leid, dafür, dass sie nur 0, sonst nicht was herstellt dafür. Ich stelle nämlich mit einmal Craften gleich 4 Brennholz her. Dann soll sie mir lieber die Rundhölzer liefern und ich stelle mich hier kurz einmal hin. Ja. Weil Ja. das ist sonst in keiner Relation zueinander. Wie viel Brennholz habe ich jetzt gemacht? 36 Stück. Ja, mit einmal craften stellst du viel her, meine ich. Ja, dann Okay, war so. dadurch wird das Rundholz, der Holzwert ist ja das, was sie verbrauchen. Wenn ich mit einem Rundholz 4 Stück herstelle, verdopple ich dadurch den Brennwert vom Rundholz. Ja, das ist das, was hier oben ist, dieses Nachfrage 1,4 pro Stunde. So und so viel habe ich. Mein Gott, unsere Nahrung ist runtergegangen. Oh no. Nee, du hattest vorhin 2,2400. Nicht 4200. So, noch was, was wir im Herbst erledigen wollen müssten. Ausgesät hast du alles? Ausgesät ist alles. Quest habe ich keine nah In genug Reichweite? dran. Wir sollen noch mit dem Onkel von Tick, Trick und Track reden. Wie viel? Hab leider keine dabei, ist aber auch egal. Machen wir das nächste Mal. Ich habe noch 208, aber im Winter sehen wir eh nichts aus. Das heißt, da können die dann fröhlich vor sich hin produzieren. Ja. Fällt euch noch was? Halt, wir könnten mal was austesten. Ja, und zwar. Spitzhacken. Mensch, jetzt haben wir eine, ja. Dann sucht er mal einen Also, Stein. ja, jetzt suchen wir uns mal einen Stein. Einen Ja. Stein, wo es auch Ja sagt zu. Ja, es sagt es nicht an jeder Stelle vom Stein, glaube ich. Versuch's einfach mal. Du solltest vielleicht die Hacke auch ausrüsten. Oder? Nee, es sagt einem dann bei denen, also ich habe schon bei zig gesehen, aber das dürfen halt nicht einfach nur Steine sein, das muss wirklich so ein bisschen Steinwand halt schon beinahe Ich wollte sein. gerade sagen, das war so eine Steinklippe, wo du das Da hattest. hinten. Bei denen? Nein. Bei denen nämlich nicht, aber hier wird es jetzt gleich ja sagen. Ah, benötigt. Um ausrüsten musst du sie immer noch. Okay.
Okay. Heftig. Was? Das ist nicht deren Ernst. Das ist die höhere Chance, dass du es rauskriegst. Einen Stein. Ich habe jetzt gerade dafür einen Stein bekommen. Ja, das war halt gerade so ein bisschen so, wow. Vielleicht liegen die auch einfach noch ein bisschen verteilt herum. Zwei Steine. Der Stein ist erschöpft. Stein müde, Stein schlafen, ja? Ja. Oh Mann. Okay, das lasse ich dann aber auch einen Arbeiter machen. Dir Steine ranschaffen, damit du Steinwände machen kannst? Kalkstein ist da diesmal rausgekommen. Oh, dann lohnt es sich ja doch. Na sowas. Das ist dann nur die goldene Frage, für was brauche ich Kalkstein? Kalk. Meistens. Nur so eine ganz wilde Vermutung, also. So, wichtige Frage. Was level ich damit? Schürfen von Ton Gestein abbauen. Das hier. Grabungsschuppen kann ich schon bauen? Ja. Okay, das heißt, wir brauchen nur genug Reputation. Reputation. Für Leute und dann Dings. Und dann Dings. Ich dachte jetzt gerade, was ist das denn für ein Tier? Aber bei irgendeinem von euch hat gerade irgendwas gequietscht. Ich tippe auf Esma. Das war mein Stuhl, ja. Ich habe mich nach hinten gelehnt. Und hier ist ein Fuchs verbaut. Der quietscht dann mal kurz. Sag das bloß nicht, Lyra. Der quietscht vor Vergnügen, weil er endlich mal nützlich sein darf. Ist doch ganz klar. Du solltest aber tatsächlich versuchen, bevor sie komplett kaputt ist, die Hacke, irgendwie Eisen zu organisieren. Ja, also... Fällt mir das mal so wieder auf. Die Ausbeute davon ist nicht gerade groß. Was? Zum Aufwertung farbiger, wenn... Ah, cool. Alvins dicker Schlauch ist auch dabei. Ganz schön langsam. Ja, wir gehen jetzt gemütlich zurück. So ein Abendspaziergang kurz vor dem Winter. Ich ging spazieren im Wald. Ich das einfach nicht da aus. Und schon wieder fällt mir NPC Man ein, wo der Typ vorbeikommt. Er eben, was war denn das, so ein Gras? Eine Blume. Eine kleine Blume. Eine kleine Blume in die Hand drückt, er dadurch überladen ist und sich nur noch mit einem Hundertstel der Geschwindigkeit bewegt. Have a good journey! Better be fast! Ja, Epic NPC Man, schon nice. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, guckt es euch an. Ich werde jetzt. Ist aber Inglis. Genau. Sagen. Kann ja nicht jeder. Zur Not fragt eurem Freund, eure Freundin, wen auch immer, der soll sich dann daneben setzen und für euch simultan in Echtzeit das Ganze übersetzen. Wobei ich sagen muss, die Übersetzung, die sie eingefügt haben ins Deutsche, obwohl sie halt Australier sind, ist ziemlich gut. Ja, das also könnte man sich schlechter vorstellen. Ja, bis auf ein paar Stellen ist das ziemlich gut übersetzt. So, Steine abladen. Raki mir dann auch schon zu den seltsamen Usernamen, also das war schon echt kein toller Name, ne? Naja, also zumindest nicht so besonders überzeugend als Name. Ja, also mal gucken, ob wir den vielleicht auch im Backend in Penis umbenennen können oder so. Was? Und wieder eine Folge ab 18 taggen. Oh nein, warum machen wir das nicht einfach immer so? Ich glaube, das ist einfacher, als mir beim Schneiden dran zu denken, welche Folge ich jetzt auch noch als ab 18 markern muss. Ich würde einfach alles immer als 18, ab 18 markern. Also die Folge 5 und Folge 29 kannst du dir ansehen, mein Sohn. Ansonsten nicht. Ihr wisst genau, dass das nicht funktioniert. Das ist korrekt.
Aber ich glaube, ich habe bei den ersten Folgen das vergessen zu markern. Unsere NPCs gehen hierher. Kann man im Nachhinein machen. Ja, die, das ist ja für die auch, damit deren Stimmung besser oder haltbarer ist. Ne? Müssen nur gucken, wie wir sie auch aufbessern können noch zusätzlich. Reden. Mit ihnen reden, Quests für sie erledigen, sie liebhaben. Weiß Bescheid. Alles, was im echten Leben auch hilft. Jetzt als Frage, soll ich mich jetzt noch für den Abend hier hinstellen und kochen? Für die 2 Minuten? Ah, stimmt. Du, machen wir. Hast du Essen im Inventar? Nein, alles leer gemacht. Dann nicht. Obwohl, ich habe ein Breitwegerich. Breitwegerich und Blätterich. Ein Breitblätterich.